Also wir werden die Thematik der Hingebung, des Gehorsams im Lichte des Verhaltens und des Lebens der Sahaba radiyallahu anhum betrachten. Warum gerade aus dieser Perspektive? Es gibt auch andere Wege. Man kann das Thema Gehorsam auch anders analysieren. Warum aber unbedingt durch das Beispiel der Sahaba? Das hat zwei Gründe. Oder sagen wir es allgemeiner, durch das Beispiel von Geschichten. Das hat zwei Ursachen. Einen persönlichen Grund, der mich persönlich betrifft, und einmal einen allgemeinen Grund, und zwar die Auswirkung von Geschichten, also die pädagogische Wirkung auf die Seele des Menschen, die Geschichten haben können. Einmal der persönliche Grund. Eines der ersten Dinge, die mich persönlich dazu animierten und bewegten, besonders also mich dem Lesen hinzuwidmen, dem Studium des Islams oder allgemein dem Islam näher kommen lassen haben, das waren die Sahaba. Und insbesondere die Geschichte von zwei von ihnen, das waren zwei jugendliche Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh und Mu'awwidh, die Söhne von Afra. Und es war wirklich eine seltsame Begebenheit. Ich spreche eigentlich nicht über persönliche Begebenheiten, aber da es hier einen gewissen Konnex gibt, eine Beziehung, erwähne ich das. Zu den Seltsamheiten des Al-Qadr, nenne ich mal so jetzt, Allah Ta'alas, gehört, dass ich eigentlich gar nicht gelesen habe. Also vor einem, mehr als einem Jahrzehnt, Lesen war für mich ein Fremdbegriff. Und ich hatte nicht einmal die Ahnung davon, dass sich in meinem Haus oder in meinem Zimmer ein Buch befindet, in dem derartige Geschichten oder Lebensgeschichten der Propheten oder der Sahaba befinden. Das heißt, die Geschichten der Sahaba haben etwas Bewegendes, etwas Motivierendes. Der zweite Grund ist ein allgemeiner Grund, der im Koran erwähnt wird, der Geschichten betrifft. Allah Ta'ala sagt, faqsusil qasas, la'allahum yatafakkarun. Erzähle ihnen oder berichte die Geschichten der Propheten, ihrer Völker, ihrer Anhänger und so weiter, auf dass sie nachdenken mögen. Das heißt, die Geschichten regen den Menschen auch zum Sinnieren und Nachdenken an. Allah Ta'ala sagt, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. In ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Das ist der Nutzen von Geschichten im Allgemeinen. Also die Geschichten, die im Koran und der Sunna oder aus dem Leben von bedeutenden Persönlichkeiten gewonnen werden. Das heißt, sie haben erzieherische und pädagogische Nutzen. Sie dienen nicht einfach nur der Unterhaltung, wie es besonders in der modernen Literatur der Fall ist. Al-Imam Malik, rahimahullah, pflegte zu sagen, und das zeigt uns die Stellung der Geschichten der Sahaba für die Ahlus Sunnah, was für eine Stellung das hat. Er sagte, die Altvorderen, brachten ihren Kindern das Leben der Sahaba, das Leben von Abu Bakr und Umar, genauso bei, wie sie ihnen eine Sura aus dem Koran beibrachten. Das heißt, die Erlernung oder das Lehren und Lernen ihrer Biografien ist ein Teil der Erziehung, ein Teil der ideellen Erziehung für Groß und Klein.